Aksana Fabrichnova kommt. Aber ich muss sagen, an der Stelle sollte Rufina Kreibich, die deutsche Meisterin, turnen. Die hat sich am Schwebebalken verletzt, am Fußgelenk. Das sah man ja vorhin auch. Deswegen musste sie nun schnell hier hinein. Und sie ist nicht ohne Chancen. Für die Abschlussreihe. Und tatsächlich, sie wagt den Tsukahara. Am Ende. Und hat noch die Muße und die Zeit für originelle Spielerchen. Und mit dieser Bodenübung hat sie auch, wie Svetlana Chodykina, wie Chusovitina,